Mahlzeit Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Mr. Cheat Day Tested. Heute habe ich für euch Joghurt, Proteine und Kerne. Von Ermann High Protein Joghurt mit Apfelhafer und von Ermann Joghurt Birne Sonnenblumenkerne. Brandneu, auf der Anuga schon getestet. Jetzt gibt es ein extra Video dazu. Mal schauen, wie es schmeckt. Ab geht's. Ja, die Nährwerte gibt es auf jeden Fall zum Schluss, wie immer. Wichtig ist, diese zwei Joghurt sind kühlpflichtig. Nicht so wie beim Pudding. Der Pudding ist jetzt nicht unbedingt kühlpflichtig, aber flüchtig, ja. Aber man empfiehlt es, gekühlt zu essen. So, was haben wir hier? Laktosefreies Joghurterzeugnis mit 12% Birnen, Sonnenblumenkernzubereitung mit 40% Birnen, 8% Sonnenblumenkern und so weiter. Und hier haben wir laktosefreies Joghurterzeugnis mit 12% Apfel-Hafer-Zubereitung mit 35% Äpfeln, 12% Haferflocken. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Freunde, wir fangen an mit dem Apfel-Hafer-Joghurt. Ich habe die schon mal probiert, hier kommt ein extra Video. Habe ich vom Rewe geholt. So sieht das Ganze aus. Jetzt nicht so spektakulär. Wir rühren das Ganze mal durch und sehen, es sind Stückchen enthalten. Ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Fan von Joghurt mit Stückchen. Aber dieses Teil ist mega. Also viel besser, als ich erwartet habe. Es ist ein sehr milder Joghurt mit dezenten Stückchen, die überhaupt nicht stören. Im Gegenteil, die dem Ganzen echt so einen knackigen Geschmack verleihen. Gar nicht hart, die Stückchen, aber auch nicht zu weich, dass es stören könnte. Hier haben wir dann Birne Sonnenblumenkerne. So sieht das Ganze aus. Ist auch nicht spektakulär. Wir rühren das Ganze mal durch und sehen, auch das Stückchen enthalten sind. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Joghurt mit Stückchen, aber der Birnengeschmack kommt dezent raus. Ehrlich, es sollte mehr Joghurt geben auf der Welt mit Birne. Die Sonnenblumenkerne sind hier etwas bissfester, was aber auch gar nicht stört. Ohne Spaß, diese zwei Teile haben mich echt positiv überrascht. Ist ein gesunder Joghurt-Snack für zwischendurch mit 125 Kalorien pro Becher, mit 20 Gramm Protein pro Becher. Da kann man definitiv nichts falsch machen. Im Angebot meistens für 99 Cent, sonst 30, 40 Cent mehr. Probiert dieses Teil aus. Es ist echt fettarm, ohne Zuckerzusatz. Und vor allem laktosefrei. Wenn euch das Power-Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und schaut bei den anderen Videos auch vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und auf Instagram bin ich auch aktiv, Mr. Cheat Day. Und jetzt folgen die Nährwerte.